Hallo Spieler, kommt rüber, willkommen zurück beim Let's Play Walkthrough. Nein, es ist kein Walkthrough, ich kenne mich ja nicht aus, es ist eher ein Stumble Around. Also hier, herzlich willkommen beim Stumble Around durch den DLC von Outer Wilds, Shadow of the Eye. Weil jedes Mal irgendwie was anders sein muss hier offenbar, steht jetzt wieder nicht dran, dass ich den DLC installiert habe. Da ist offenbar, hat sich das Spiel irgendwie verschluckt. Er ist aber da und wir steigen direkt ein. Die erste Folge war cool. Da haben wir die Hohlwelt gefunden. Und die Dramaturgie, wie man das findet und wie man da einsteigt, fand ich toll. Die zweite war ein bisschen enttäuschend, weil, und das ist ja das Problem bei diesen explorativen Sachen, wir wissen natürlich nicht, wonach wir eigentlich suchen. Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen, also ich fasse mal vielleicht zusammen, so als was bisher geschah. Wir wissen, es gibt diese Hohlwelt. Wir wissen, da ist eine außerirdische Spezies mit Geweih auf dem Kopf hier bei uns angekommen. Das hat irgendwas mit dem Auge des Universums zu tun, denn das Symbol ist da ja irgendwie und ist auch ein bisschen unklar, warum das dasselbe Symbol ist, wie das, was die Nomai dafür benutzen. Wir können jetzt hier auch nochmal übrigens, wir haben ja Sachen entdeckt beim letzten Mal, da gucken wir nochmal nach, was da dazu gekommen ist. River Lowlands, aha. Ja, viel ist es nicht, ja, wir machen das mal, nee, so nicht. View Entry. A low-lying region near the entrance to the stranger. The entrance, das ist interessant, da sage ich gleich was zu, weil, there are wooden buildings along the banks of the river. Ja, fair enough. There's more to explore here. Ja, unter anderem haben wir den Dia-Projektor nicht zum Laufen gekriegt. Gute Nachricht übrigens, ich habe das in den Optionen so eingestellt, solange wir hier in dem Logbuch sind, läuft die Zeit nicht. Weil wir noch mehr als im Hauptspiel arbeiten wir gegen eine einen schlimmen Zeitdruck an, weil dieser Staudamm bricht und immer mehr Wasser da rauskommt und irgendwann dann alles unter Wasser setzt. Und ich vermute mal, dass wir Dinge nur finden können, während die noch nicht überschwemmt sind. So, das... ich weiß nicht, warum das jetzt einen Stern hat, weil das wussten wir, glaube ich, alles schon. Und aber da ist auch more to explore hier. Okay. Cinder Isles. Okay, Cinder ist interessant. River Lowlands und Cinder Isles, was ich nicht verstanden habe. Und da kommen wir jetzt zu diesem The Entrance. Beim ersten Mal, in der ersten Folge, sind wir rausgekommen aus dem Eingang, nachdem wir geschnallt haben, wie diese Schalter gehen. Und da sage ich übrigens auch noch gleich was zu, erinnert mich dran. Bei dem Dia-Show-Raum habe ich nämlich nachträglich dann kapiert, was das mit der Tür auf sich hat. Wir sind rausgekommen und wir waren dann in einem dunklen Raum, in dem in der Mitte dieses Floß war. Und dann habe ich einen Schalter gedrückt und dann ist das Floß runtergekracht in den Fluss. Und so sind wir ja angekommen in der Hohlwelt. Jetzt bei der zweiten Folge, selber Eingang würde ich sagen, waren wir plötzlich an einem Strand. Wir sind auch nirgends runtergefallen, sondern wir waren einfach am Strand und da lag das Floß. Das sah anders genug aus, dass ich mir sicher war, es muss eigentlich zwei Eingänge zu dem Ding geben. Und ich dachte dann auch nachträglich, vielleicht ist es ja die Hohlwelt ist ja so ein Zylinderstück. Die Oberfläche ist der Zylinderrand und vielleicht hat das an beiden Flächenseiten von diesem Zylinderstück jeweils einen Eingang, vielleicht gegenüberliegenden Seiten oder so, aber es scheint nicht der Fall zu sein, weil er sagt ja auch The Entrance to the Stranger. Wir sehen mal, was wir jetzt gleich noch entdecken in dieser Folge. Okay, wir wissen immer noch nicht, worum es hier geht. Wir wissen nur, es gibt zwei Ausstellungsräume mit Wandgemälden, wo Leute mit Geweih drauf sind und es gibt zwei Dia-Projektoren mit jeweils mindestens zwei Dia-Schachteln mit also diese Rollen, auf denen die Bilder sind, so ein bisschen wie ein Viewmaster. Vielleicht ist das auch 3D, vielleicht aufregend. Okay, wir haben jetzt alles gesehen hier. Wir fliegen jetzt einfach mal los. Achso, nee, Moment. Ich muss noch irgendwas markieren da, damit wir es auch finden. Mark Location on HUD. Okay, los geht's. Ja, es ist bis jetzt ein bisschen enttäuschend einerseits, andererseits war das ja im Hauptspiel auch so, dass es eine Weile dauert, bis man so richtig kapiert, worum es eigentlich geht und was man so zu entdecken hat. Oh, bist du? River Lowlands, da. Okay, da wollen wir hin. Markieren, Autopilot, ab geht's. Wir wissen eigentlich gar nicht, was es soll. Ich habe auch noch ein bisschen das Problem, dass diese Mechanik, dass der Staudamm bricht, das scheint ja was Irreversibles zu sein und dass auch das jetzt noch innerhalb der letzten 22 Minuten dieser Time Loop stattfindet. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber Leute, die das Basisspiel kennen, wissen, Brittle Hollow, was auf Deutsch, glaube ich, bröckeliger Krater leider heißt, hat ein ähnliches Problem. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Wir sind von einer Seite angekommen. Das ist die Oberfläche des Zylinders. Da ist ein Eingang. Jetzt fliegen wir da einfach mal außen rum und testen meine Theorie. Da
dass es vielleicht hier auf der anderen Seite auch einen Eingang gibt. Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt haben wir leider dieses Schutzfeld verlassen. Also jetzt wieder vorsichtig reinfliegen, dann werde ich dagegen knallen. Na, okay. Also es gibt tatsächlich entweder zwei Eingänge oder es kann natürlich auch sein, dass das einfach zwei sein. Nee, kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, es gibt, kann auch sein, dass das zwei Seiten derselben Schleuse sind, aber na, scheiße. Das war nicht gut wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind. Was ist jetzt passiert? Wieso bin ich jetzt? War ich jetzt gerade im Raumschiff? Habe ich versehentlich mich abgeschnallt beim Zusammenstoßen? Vor Schreck wahrscheinlich. Macht ja auch Sinn. So, steh auf. Okay. Wir brauchen das Raumschiff ja eh nicht. Wir werden wieder hier drin sterben. Also, fair enough. Ich glaube auch, dass letztes Mal die Treppe hier nach unten ging. Das heißt, wenn ich jetzt mich nicht irre, dann sind wir jetzt wieder bei dem Eingang, den wir zuerst genommen haben. Also vielleicht ist auch einfach der Eintrag im Logbuch, weil wir noch nicht geschnallt haben, dass es zwei Eingänge gibt und das Logbuch uns nicht spoilern will quasi. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, es gibt zwei. Das macht ja auch Sinn. Wir sind ja von der anderen Richtung gekommen beim ersten Mal. Wir haben ja über der über der Sonnensystemebene. Ja, hier ist der dunkle Raum wieder. Ja, das macht doch alles Sinn. Okay, hier geht dann das Licht an. Das ist übrigens, genau, das wollte ich gerade noch gesagt haben, diese merkwürdige Tür, wo ich dachte, das ist vielleicht ein Quanteneffekt. Das ist natürlich Quatsch. Das ist kein Quanteneffekt. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich, glaube ich, von der anderen Seite. Was ist denn der Staudamm? Ist das der Staudamm? Wir kommen direkt am Staudamm raus, wenn wir das so machen. Wir können mal versuchen, ob wir da hinschwimmen können. Wenn wir hier diese den Motoren dieses Flosses da benutzen. Es geht sehr, sehr langsam nur. Es geht eigentlich gar nichts, viel Strömung. Also diese Tür, von der ich dachte, das wäre ein Quanteneffekt, dass sie irgendwie sich bewegt, wenn man sie anguckt, das war nicht ganz falsch, aber es war natürlich kontaminiert, weil wie wir hier ja sehen, alles hier auf diesem... Ne, das macht keinen Sinn, da verschwenden wir nur Zeit, wir kommen nicht gegen die Strömung an. Dann schwimmen wir doch mal hier in die andere Richtung. Mit Karacho, damit wir jetzt ein bisschen was entdecken. Alles hier funktioniert ja mit Licht. Und das heißt, das Angucken war nicht der Punkt, sondern die Taschenlampe drauf zu richten war der Punkt. Und diese Taschenlampe, jetzt werden wir gleich hier aufgenommen, aber das soll mir auch recht sein. Also wir müssen nochmal eine neue Gegend finden, weil bis jetzt bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass wir die richtigen Dinge überhaupt hier entdecken. Aber jetzt sind wir schon mal hier an der Stelle, wo wir letztes Mal River Lowlands. Ist das jetzt, wo der andere Eingang ist vielleicht? Ist das hier vielleicht der andere Eingang? Ne, sieht nicht so aus. Aber hier ist eine Laterne. Sieh mal an. Ach, vielleicht ist das doch da, wo wir letztes Mal waren. Ja, das macht Sinn. Dann ist hier der Diaprojektor. Jetzt tun wir hier direkt die Laterne rein. Komm, jetzt machen wir mal Fortschritt hier. So, jetzt hatte ich noch die Idee, wenn man da Licht drauf leuchtet, geht vielleicht die Laterne an. Das scheint aber auch nicht zu funktionieren. Ja, prima, wunderbar, toll. Ja, okay, jetzt tun wir nochmal noch eine Dia-Rolle rein. Also wir verbrauchen sehr, sehr viel Zeit mit diesem blöden Dia-Show, wo ich auch gar nicht weiß, ob wir da überhaupt was Interessantes bei rausfinden am Ende. Aber ich meine, wir wissen jetzt schon, wo alles ist, dann geht das ein bisschen schneller. Was wir immer noch nicht wissen, ist, wie kriegen wir das Ding in Gang? Ah. Das sind auch nochmal solche Flügel. Kann ich die vielleicht von der anderen auch nicht? Wenn ich das Licht ausmache, Use Interface. Wir kriegen es einfach nicht an. Okay, also da die Theorie stimmt schon mal. Und wenn ich das jetzt so anhalte, nee, andersrum, wenn die, dann geht die Tür auf. Soweit so richtig. Aber wir haben immer noch nicht geschafft, diesen blöden Diaprojektor anzukriegen. Jetzt kann es natürlich sein, diese Laterne, die ich da jetzt gerade reingesteckt habe, die sieht auch noch ein bisschen kaputt aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Man soll ja immer ganz ehrlich sein bei solchen Sachen. Hier haben wir nochmal ein Bild. Da ist wieder einer der Geweihmenschen drauf. Also Bilder scheinen hier sehr wichtig zu sein. Ich glaube, da drüben war ja auch diese, da gehen wir jetzt auch nochmal hin, diese Galerie, wo man mehrere von diesen Geweihmenschen gesehen hat. Ich glaube, da unten muss dann der Eingang sein.
Denn da liegt ja auch dieses Floß am Ufer, mit dem wir letztes Mal hier rangekommen sind, vielleicht. Obwohl, das wäre jetzt auch gegen die Strömung. Man weiß es nicht. Man weiß so wenig über diese Zivilisation von Geweihmenschen. Also das kommt mir jetzt auf jeden Fall so vor, als wären das wieder dieselben Bilder, die wir beim ersten Mal gesehen haben. Also irgendwie... Oh, guck mal hier. Die leuchtet. Die nehmen wir. Das ist doch gut. Fortschritt. Klarer Fortschritt. Ja, bonk. Müssen wir uns nur beeilen, bevor wieder der Staudamm bricht. Irgendwas macht auch ein Geräusch jetzt gerade. Wo ist der Staudamm? Ah, fängt schon ein bisschen zu tropfen. Aber... Okay, also in diesem Raum mit den Bildern ist eine Laterne, die wir benutzen können. Dann müssen wir jetzt natürlich die hier rausnehmen, die kaputte. Und die... So, ah, ich bin so aufgeregt. Wir gehen ins Kino. Okay, was haben wir hier? Man weiß es nicht so genau, ne? Mal die Tür zu. Na gut. Okay. Wo geht's rein? Hier geht's rein. So. Jetzt ist es schön dunkel. Was haben wir hier? Wir haben einen Planet mit einem Ring. Wir haben eine offenbar eine Sequenz. Hier fängt es an, da endet es. Ein Planet mit einem Ring und einem Mond. Dann haben wir das Auge des Universums. Dann haben wir, ja, weiß ich nicht, was das sein könnte. Könnte das die Ringwelt sein? Das ist unvollständig, man weiß es nicht. Und dann so eine Art Heuschrecke. Wir wissen es nicht. Nächstes Bild ist unser Sonnensystem hier, eindeutig. Ja, da sind Ash und Ember Twin, da ist der Jupiter-Planet, die Giant Steep. Das ist unser Sonnensystem und das Auge des Universums. Deswegen sind die vielleicht ja hier hingekommen, weil sie, so wie die Nomai geschnallt haben, dass das Auge des Universums sich hier in diesem Sonnensystem versteckt. Okay. Jetzt ein minimaler Zeitraum vergeht. Übrigens hat Giant Steep hier einen Mond. In diesem Darstellung, das können wir auch schon mal vormerken. Das muss ja eigentlich dann der Quantum Moon sein, weil eigentlich hat Giant Steep keinen Mond. Oder vielleicht haben die ja auch diese Hohlwelt aus dem Mond gebaut. Wir werden sehen. Das Auge des Universums hat im ersten Bild, ich gehe nochmal zurück hier, ein Loch in der Mitte. Im zweiten ist da was, aber nicht der Quantenmond, weil der ist ja dann noch bei Giant Steep. Ja, mehr können wir da glaube ich nicht sagen. Gehen wir nochmal eins weiter. Etwas passiert. Sind wir wieder? Ja, es ist ein winziger Zeitraum weiter noch. Irgendwas geht vom Auge des Universums aus. Ja, so eine Art Schockwelle. Die erreicht jetzt das Sonnensystem. Und da kommt schon die zweite. Oder vielleicht ist das das Ende der Schockwelle, was da jetzt dann vom Auge des Universums ausgeht. Was verändert sich, wenn die Schockwelle durchgeht? Erstmal nix, wie es aussieht. Ah, okay. Vielleicht ist das ein Signal. Jetzt haben wir nämlich den Maßstab gewechselt und jetzt sind wir bei dem System mit dem Ringplaneten. Ich gehe mal davon aus, dass das Heimatsystem der Leute, die dieses Ding hier gebaut haben. Das ist doch ganz cool. So, dann verstehen wir tatsächlich, was hier vorgeht. Das finde ich auch ganz schön. Keine Sprache, aber die Bilder erzählen eine Story. Also eine Schockwelle geht aus vom Auge. Das sendet. Das geht immer an und aus, offenbar. Da ist jetzt wieder, ne, bei dem Bild war es in der Mitte wieder ausgefüllt. Jetzt ist es wieder leer. Und jetzt kommt die Schockwelle an. Passiert da? Oh, da passiert was mit dem Mond. Hier ist ein Geweihmann. Ganz schön viele Bilder auf dieser Rolle. Das ist wahrscheinlich ein 36 Fotodiafilm, den die da benutzt haben. Das heißt also, die kommen vom Planeten Agfa oder Kodak. Das müssen wir jetzt rausfinden, welcher von den beiden das ist. Okay, der hat ein Gesicht hinten drauf auf seiner Jacke. Ist wahrscheinlich aber nur Marketing. Hat vermutlich nichts zu bedeuten. Und er hat ein Mikroskop, will ich sagen, aufgebaut. Das sieht so ein bisschen aus wie das Bild auf der Zeitachse, was wir vorhin gesehen haben. Ich mache jetzt hier so eine Handbewegung, die macht für euch gar keinen Sinn, aber ich rufe mir dadurch die erste Dia ins Gedächtnis. Okay, wir müssen ein bisschen voranmachen, weil sonst fliegt uns jetzt... Ah, da kommt die Schockwelle wahrscheinlich durch. Aha! Und die Schockwelle macht was grün leuchtet. Grünes Leuchten kennen wir aus diesem Spiel von Geistermaterie, die ja die Nomai ausgerottet hat.
von der wir auch gar nicht, das habe ich mich übrigens vorher auch schon gefragt, ob vielleicht der DLC erklärt, was die Geister, wo die Geistermaterie herkommt, was es mit der auf sich hat. So, hier der Geweihmann guckt sich das an, da passiert irgendwas unter dem Mikroskop. Ich sage mal Mikroskops, kann auch was anderes sein. Es kann auch eine Weltvernichtungsmaschine sein, ein Doomsday-Device. Ich nenne das jetzt mal Doomsday-Device. Also das Doomsday-Device brennt. Da kommt der zweite Teil dieser Wellenfront. Ich würde jetzt mal vorher sagen, wenn der durch ist gleich, dann hört das vielleicht wieder auf zu brennen. Oder es wird schlimmer, könnte auch sein. Ja, es brennt noch schlimmer. Es brennt jetzt sogar dem Geweihmann hier die Augen weg, wie es aussieht. Also da kommt ein Strahl jetzt aus dem Okular, wenn ich die Maschine richtig verstehe. Ja, es wird intensiver. Noch eine Wellenfront. Okay, der Geweihmann ist eine Eule mit Helm oder mit Geweihohren. Sympathisch. Die gefallen mir gut. Die möchte ich gerne treffen. Ich glaube, wir treffen einen von denen vielleicht. So wie damals Solanum auf dem Quantenmond. Treffen wir vielleicht auch einen von diesen Außerirdischen. Wir werden sehen. So, jetzt läuft ihm hier grüne Suppe aus den Augen. Oder das ist vielleicht auch das, was aus dem Okular rausstrahlt. Oder vielleicht strahlt es aus ihm. Das ist gerade nicht so ganz zu erkennen. Es scheint intensiver um die Augen zu sein, was immer das bedeutet. Jetzt macht er die Augen. Okay. What happened? Man weiß es nicht. Also die Strahlung hat aufgehört und das Auge ist oben aufgetaucht. Hat er jetzt das Auge als Idee bekommen vielleicht? Soll das symbolisieren? Also die Strahlung geht in sein Eulengehirn zwischen den Geweihhälften und gibt ihm die Idee ein, geh mal zum Auge, Eule. Geweiheule. Gewäule. Geh mal zum Auge, Gewäule. Dann fängt die Idee an zu leuchten. Ja, gut. Und dann hört sie auf zu leuchten, beziehungsweise wird irgendwie Kontrast verstärkt. Also hat Photoshop, die Gewäule hat Photoshop. Und gehen ihr die Augen auf. Jetzt hat sie einen Schnurrbart sich wachsen lassen. Es ist alles ein bisschen rätselhaft, aber wir machen Fortschritt. Das finde ich, finde das schon mal sehr, sehr gut. Das ist viel besser als die letzte Folge. Wir erfahren Dinge. Aber das sieht nicht gut aus. Das ist jetzt ein Vollbart. Ich bin nicht so begeistert davon, wo das hingeht. Vielleicht stirbt die Gewäule gerade. Okay, da geht ein Strahl vom Auge des Universums durch das Maschinchen in die Gewäule. Aber es kann nicht so schlimm sein, weil das Gesicht auf der Jacke hinten drauf guckt genauso wie vorher. Oh, jetzt rauft er sich die Hörner. Das ist bestimmt ein Sprichwort in dieser Zivilisation. Vielleicht dreht er jetzt durch. Er wendet sich ab. Das ist ganz schön viel Plot hier in diesem. Das ist Marvel Phase 4, glaube ich, gerade. Die Gewäule und das Auge. Jetzt kommt eine weitere Gewäule dazu. Ja, es ist. Oh! Als Volksauflauf. Er hat vielleicht die anderen gerufen. Ich gehe nochmal zurück. Ja, okay. Jetzt verstehe ich die Geste auch. Hallo, Gewäule! Kommt! Kommt alle hier hin, es leuchtet! Und dann kommen sie alle dahin und staunen und sagen: Oh, es leuchtet! Verrückt. Ist wie eine Glühbirne. Du hast die Glühbirne davon. Vielleicht hast du Edison. Das ist der Edison der Gewäulen. Und er zeigt, da oben ist meine Fabrik. Da oben ist New Jersey, sagt Edison. Das Auge des Universums. Da müssen wir hin. Wenn wir weitere Glühbirnen bauen wollen, müssen wir da hin. Denn da kommen die Signale her. Okay, die Story ist offensichtlich. Jetzt ist der Film durchgebrannt. Gut, okay. Ah, da passiert jetzt irgendwas, was wir noch nicht wissen dürfen. Interessant. Okay. Und dann bauen sie. Das ist jetzt die Bauphase. Jetzt haben sie die Hohlwelt gebaut. Cool, 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 cool. Und der Film ist kaputt. Jetzt ist sie fertig. Jetzt ist sie fertig und hat noch 5 Striche bekommen. Okay. Jetzt sind die Striche ein bisschen breiter. Man weiß nicht, was jetzt genau passiert. Noch breiter. Und los geht's. Ist der Antrieb vielleicht die grünen Striche? Das ist ja egal. Fliegt jetzt los, fliegt zu uns. Ja. Bum, 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 bum. Kommt an. Und jetzt muss ja irgendwas passieren, weil irgendwas ist schiefgegangen. Und irgendwann bricht der Damm. Das muss ich übrigens noch nachholen gleich, was mich ärgert am Damm. Aber vielleicht kriegen wir es erklärt. Das ist ein Sand-Dollar jetzt. Der Sand-Dollar der Gewäulen hat fast das Auge erreicht. Okay, die Story ist zu Ende, glaube ich. Ja, was haben wir gelernt? Ich weiß nicht genau, immer noch nicht genau, was diese Endabbildung, was mir die sagen soll. Das ist nicht die Station, würde ich sagen.
Vielleicht aber auch doch, diese drei Symbole da übereinander, was soll das? Aber die Story ist, aus dem Planeten mit dem Ring, ach, jetzt geht es vielleicht einfach von vorne los überhaupt, das ist gar nicht das letzte Bild, sondern wir sind einmal rum, ist ja eine kreisförmige. Gut. Ich weiß jetzt aber auch, dass es hier noch einen irgendwo gab, den müssen wir jetzt auch nochmal schnell finden, bevor uns hier alles wieder um die Ohren fliegt. Hier war doch irgendwo noch eins, come on. Sehr gut, vielleicht. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das einfach nochmal dasselbe ist, aber das glaube ich nicht, so wie ich diese Spiel kenne. Wir müssen ein bisschen Dampf machen, weil das ist ja ganz schön ein ganz schön langer Film hier. Überlänge. Wie die ganze Kino-Kultur heutzutage hat alles Überlänge hier. Auch in diesem Weltraumuniversum der Gewäulen hat alles Überlänge. Okay, das ist jetzt. Es handelt sich um Kreise. Hier geht es eindeutig um Kreise. Ein wichtiges Thema auch, gerade in der heutigen Zeit. Ein Kreis, zwei Kreise, drei Kreise. Es sieht so ein bisschen aus wie das, was wir gerade gesehen haben. Diese, ne, diese Wellen, die sich ausbreiten. Interferenz scheint eine Rolle zu spielen. Vielleicht geht es um Triangulierung. Wir werden sehen. Kreise. Es geht um Kreise. Das, so viel ist mal klar. Und auch das ist kaputt. Vielleicht erfahren wir auch... Aha. Okay, irgendwie, das, er hat da einen Soundtrack auch dabei. Es ist also nicht nur einfach eine Dia-Show, sondern es ist tatsächlich ein... So eine Art Film mit Standbildern. Es kann natürlich auch sein, Fliegen haben ja sehr viel schnelleres Sehen als wir Menschen. Und man sagt ja immer, wenn Fliegen ins Kino gehen, dann sehen die da gar, die sehen die in die Dia-Show, die sehen keinen bewegten Film, weil die visuelle Verarbeitung bei Fliegen ist so schnell, dass sie die Lücken zwischen den Bildern ganz deutlich sehen. Vielleicht ist das dasselbe, vielleicht sind wir die Fliegen der Gewäulen. Das heißt, das ist eigentlich ein Film, aber ich bin so schnell im Kopf und ihr auch. Wir sind alle so schnell im Kopf, dass wir das als Standbilder sehen. Könnte sein. Denkt da mal drüber nach, während ich hier weiterschalte. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist ein Ding. Ein ja, man kann es eigentlich nicht anders beschreiben. Es ist ein Ding. Und das Ding geht irgendwie zusammen. Und wenn das ganz zusammen ist, dann wird es, dann leuchtet es grün von innen, das Ding. Jetzt die Frage, ist das Geistermaterie, die da im Ding eingesperrt wird? Und warum fängt die überhaupt erst so spät an zu leuchten? Da wissen wir alles nicht. Jedenfalls ist es da drin. Wir haben ein Ding, das grün leuchtet. Und wir haben eine Darstellung von einem, zwei und drei Kreisen. Also so, das sieht so ein bisschen aus wie, ne, im japanischen Haiku. Man schmeißt einen Kieselstein ins Wasser. Der Frosch versteckt sich, weil er das scheiße findet. Aber auf dem Wasser gibt es dann so diese ausbreitenden Wellen. Und wenn man an zwei Stellen schmeißt und so weiter. Ihr versteht schon, was ich hier vor mich hin ramentere. Hoffe ich. Ich verstehe es noch nicht. Okay. Ist da überhaupt noch was drauf? Ist einfach nur das Licht aus? Also ist einfach nur das Licht ausgegangen oder ist das das Nichts? Vielleicht ist das ein Device, um das Nichts zu erforschen. Das könnte sein. Oh. Okay. Das ist nicht das Nichts. Das ist eine Gewäule. Oder eine... Ja doch, ist eine Gewäule. Und kurz sah es mal aus wie so eine Nomalmaske, aber es ist eine Person. Eine Person mit Schnabel und Geweih. So, das sieht jetzt ein bisschen aus. Nicht so richtig. Also es ist offensichtlich auf demselben Mist gewachsen, ist aber nicht das, was wir am Anfang gesehen haben. Nicht der Container, hat auch zwei Löcher. Löcher ist nicht so gut, wenn man grüne Sachen festhalten will. Dann besser ohne Löcher bauen. Die Gewäule geht hin, dann leuchtet schon wieder irgendwas. Es geht um Licht, so viel haben wir schon verstanden. Jetzt leuchtet oben. Oben hat er, glaube ich, eine Lampe rein oder Feuer angemacht. Oder was geht da ab? Ja, Feuer. Und jetzt unten leuchtet's. Mehr Feuer, mehr Leuchten. Macht Sinn. So funktioniert das auch bei uns zu Hause. Und das war's. Ah, ne. Jetzt passiert was. So, jetzt, wir hatten ja ein, zwei, drei Kreisquellen sozusagen. Also Stellen, an denen jemand Kieselsteine reingeworfen hat in die Frösche. Auf die Frösche. Den Fröschen auf die Nase. Jetzt haben wir ja zwei Ketten. Okay, es wächst eine Kette um. Man versteht es jetzt nicht. Irgendwas ist da eingesperrt. Ah, nee, das ist, wir sind immer noch bei einem Kreis. Oh, und wir hatten vorhin so drei Symbole übereinander. Vielleicht kommt so eine zweite Kette mit zwei Kreisen. Okay, das war der erste Kreis. Dann fehlt wieder was. Achso, das war's. Okay, mehr finden wir vielleicht in dieser Dia-Station nicht raus. Es gibt ja auch noch die andere Dia-Station mit noch zwei von diesen Dingern.
Wo natürlich die Frage ist, müssen wir jetzt die Laterne von hier dahin mitnehmen oder liegt da auch eine Laterne? Das werden wir jetzt nicht raus. Ich gehe nochmal durch den Film durch, damit man sich vorstellen kann, wie das für die gewollen ist, wenn das richtig so als Film abläuft. Ne, das ist dramatisch. Und am Ende kommt Columbo rein und sagt, nur noch eine kleine Frage, warum ist da ein Schloss dran? Und dann ist der Krimi gelöst. So, wir haben es jetzt noch nicht verstanden. Was das alles zu bedeuten hat, können wir uns das nächste Mal angucken, weil ich gehe jetzt nicht zum Schiff zurück, um zu sehen, was das Spiel uns da eingetragen hat. Ich glaube, hier sind wir jetzt vielleicht erstmal fertig. Es sei denn, wir finden hier noch irgendwo so eine Dia-Rolle, aber es sieht nicht so aus. Die Frage ist natürlich, ob wir viel Zeit wir noch haben, weil... Wo ist denn die Sonne? Sieht man die Sonne hier irgendwo? Okay, die zwei Seiten sind auch unterschiedlich. Ne? Also hier... Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das Licht hierher kommt. Hier scheint irgendwas zu leuchten. Da oben ist eine Keller, eine riesengroße Kellerlampe. Das finde ich auch sympathisch. Ich weiß nicht genau, warum die Kellerlampen diese Käfige drüber haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich damit man nicht aus Versehen mit dem Hammer dagegen haut und die kaputt macht. Wir können dann mal hier oben gucken, was es da an interessanten Dingen zu holen gibt. Oh, bonk. Ah, da ist nochmal so eine Brücke mit einem Floß, das wir loshauen können. Was macht der Staudamm eigentlich? Falsche Richtung. Da ist auch noch was Interessantes. Gucken wir mal. Also das ist irgendwie die andere Seite vom Staudamm. Da sind zwei Tunnel. Wir können auch einfach mal uns hier den besseren Überblick verschaffen. Wenn wir auf den Staudamm wollen, müssen wir offensichtlich da oben lang. So, der eine Eingang, der wo die Treppe nach oben geht, der kommt hier ziemlich nah am Staudamm raus. Der andere kommt auf der anderen Seite und weiter unten raus, wenn ich das jetzt richtig alles verstehe, wie das zusammenhängt. Okay, das hier ist uninteressant, beziehungsweise das ist einfach nur so eine Schwimmplattform. Was haben wir da drüben noch? Haben wir da irgendwas? Naja, das ist einfach nur, da steht einfach nur Gemüse rum. Spargel, das ist wahrscheinlich Weltraumspargel, der Weltraumspargel der Gewollen. Da drüben ist die Bilderausstellung und da unten ist diese andere Siedlung, die wir schon kennen. Und da sind wir irgendwo gestorben letztes Mal wegen Strom. Ich vermute mal in diesem Kanal hier. Wir sind ja irgendwie runtergeschwommen. Oder was ist dieser Kanal hier? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Könnte auch der linke gewesen sein. Es war auf jeden Fall nicht der ganz links. Also wir könnten jetzt mit der verbleibenden Zeit versuchen, mit diesem Floß da drüben... Klatsch. Mit diesem Floß hier. Push Raft, rein damit. Dann aber auch bitte draufsteigen. Ich protestiere. Hallo? Hallo? Ich möchte nicht, dass das so endet. Ja, da werde ich aber nicht gefragt. Okay. Gut, wir haben beachtlichen Fortschritt gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Ich kann mal gucken, das zeigt mir auch leider nichts an. Ich würde sagen, wir lassen es damit gut sein für den Moment, weil das ist, müssen wir auch erstmal alles verarbeiten. Ne? Die ganzen fremden Eindrücke, Eulen mit Geweih, also hör mal, wer denkt sich denn so? Also man muss das ja auch alles verarbeiten. Ich will euch nicht überfordern zu Hause an den Geräten. Wir gucken einfach mal, was das... Ne, wir lassen das auch in uns selber gehen. Wir können auch vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann wachen wir morgens auf und sagen, ja klar. Und kann ich ja jetzt noch nicht sagen, weil... Versteht ihr, das ist Zukunft. In der Zukunft wachen wir vielleicht auf und sagen, ja klar. Jetzt kann man aber noch gar nicht sagen, was dann da klar ist. Mit diesem Blick auf Giant's Deep, der keinen Mond hat. Ich möchte es nochmal betonen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass vielleicht noch als Abschluss... Der Quantum Moon ist ja, solange man ihn beobachtet, bleibt er, wo er ist. Das heißt, wenn die da jetzt einen Film gedreht haben, den nur wir fliegen als Dia-Show wahrnehmen, dann kann das ja gut sein, dass sie die ganze Zeit einfach die Kamera auf den Mond gerichtet hatten und dann bleibt er natürlich da. Aber es könnte nach wie vor auch noch sein, dass da vielleicht jetzt noch ein weiterer Mond irgendwie eine Rolle spielt. Ich glaube es aber nicht. Das ist wahrscheinlich der Quantenmond. Der Quantenmond war also bei Giant's Deep. Ich glaube aber ehrlich gesagt gar nicht, dass das irgendeine Rolle spielt. Wir können mal ihn hier fragen, was er eigentlich davon hält, von dieser ganzen Sache, so zum Abschluss. Sun is going supernova, did you know, endless white. Ja, der möchte das alles gar nicht wissen. Gut, dann lassen wir es an der Stelle wirklich dabei. Und wir machen uns einfach noch ein Marshmallow zum Abschluss.
Und lassen den schön verbrennen. Und löschen den einmal. Und dann wünsche ich uns allen gesegnete Mahlzeit. Haut rein. Knuspert schön. Prost. Bis zum nächsten Mal.